Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Jetzt habe ich wieder sauernd. Liken, kommentieren, abonnieren. Ach nee, das war falsch rum. Herzlich willkommen zu einem weiteren guten Morgen, liebe Freunde. Genau, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Ja, letztes Spiel, scheißegal, war vermeidbar. Das heißt, wir ein Spiel in dieser Weekend League, was wir hätten anders spielen können, wenn wir einfach mal, wenn ich gemerkt hätte, dass der Sound nicht da ist. Und ab, so, fertig. Abgehakt das Spiel. Reden wir nicht weiter drüber. Ich denke, ich werde mal meine Heizung abdrehen. Irgendwie ist es hier drin warm. Jetzt konzentrieren, gut spielen. Wir haben jetzt wieder Sound. Es wird alles gut. Was hat er für ein Team? Ja, war klar. Wir haben erst ein super schlechtes Team. Gegen das verlieren wir. Das kriegen wir halt ein mega krasses. Aber ist egal. Gegen das gewinnen wir jetzt einfach. 82er Torhüter. Das ist merkwürdig. Kann auch sein, dass er den vielleicht wechselt. So, einfach konzentrieren. Das letzte Spiel ist scheißegal, wir haben noch viele Spiele vor uns. Wir haben vorher gut gespielt, in dem Spiel war es dann einfach sehr schwer, jetzt können wir wieder gut spielen. Und das machen wir auch. So. Außerdem ist es jetzt, wenn wir jetzt gegen das Team gewinnen, natürlich nochmal eine größere Genugtuung, weil das Team halt einfach deutlich schlechter ist. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber Sokrates regelt. Etwas zu kurz die Flanke. Sah weniger gefährlich aus, als er war. Schade. Ja, klären wir zur nächsten Ecke. Nice. Jetzt sind wir mal dran. So, in die Ecke, die wir machen, die wird halt super gefährlich werden. Ihr werdet sehen. Schön gemacht von Reus. Dann habe ich leider nicht gemerkt, dass Reus hängen bleibt. So, konzentrieren, konzentrieren. Nice luck. Ich wollte den Direktpass machen, weil ich wusste, dass das passiert. Alter, ich hatte kurz Angst. Ich hatte kurz Angst. Das ist auch dieser vierte Inform Icardi-Spieler, also 89er vierte Inform. Natürlich sehr krass. Sollte auch gar nicht mal so teuer sein. Zumindest war die dritte Inform relativ billig, dafür, dass es eine dritte Inform ist. Schöner Pass auf den Bele. Und leider nicht zum Schuss. Und das war ein Rückpass. Danke, dass er da in die Hand nehmen darf, weil ich war nicht mal dran. Ah, hat er leider gut antizipiert, aber. Schade. Hat er wirklich den 82er Marchetti, das heißt, wir können auch mal einen Distanzschuss probieren. Weil er sollte ja nicht so geile Werte haben. Hat Vidal eigentlich rausgespitzelt, schade.
Bisschen hin und her rennen lassen. Oder halt dann einfach einen Fehler machen. Beim Aufbauspiel haben wir Glück, dass da nicht reingeht. Puh, konzentrieren, sowas darf uns nicht nochmal passieren. Wie hier zum Beispiel. Ah, wie er mich eigentlich fault und festhält. Sonst hätte ich den Ball natürlich. Schon wieder eine Balleroberung, die halt nicht als Balleroberung bleibt. Krasser Pass. Nächste Balleroberung, die wir nicht behalten. Nächste Balleroberung. Ja, gerade schönes Glück der Gegner. Schon wieder. Und schon wieder. Ne, diesmal haben wir den Ball. Sehr gut. Abseits, weil er Mali anschießt. Wieder bleibt der Ball beim Gegner. Ich sollte echt mal anfangen zu zählen. Ach, Hector, wieder zu weit, der Pass. Aber egal, es ist ein knappes Spiel, das kann so rum oder so rum ausgehen, wenn es so weitergeht. Das kann ich jetzt schon mal festhalten. Aber Gegner hatte bisher die besseren Chancen, muss man auch sagen. Auch wenn es halt nur Halbchancen waren, weil es Distanzschüsse waren. Ich würde die Formation erstmal so weiterspielen, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Sehr gut. Wieder. Vielleicht muss ich doch mal wechseln auf 4-1-2-1-2. Wechseln wir auf 4-1-2-1-2 mit Reus im Sturm.
Scheiße, da hab ich echt gedacht, da kommt durch. War ja eigentlich eine Gasse da. Verstehe ich nicht. Ihr das ohne Foul schafft. Ganz in Ruhe, ist egal. Wenn wir das bis ins Elfmeterschießen tragen, wir halten die Null und schießen es noch irgendwann im Tor. Es ist halt echt nicht zum Durchkommen hier. Was ist denn da los? Nice. Nein! Boah, ich wollte einfach nur wieder den schnellen Einwurf machen. Quatsch, die Frequenz wegdrücken. Ja, gut gemacht von Vidal. So, und ruhig, ruhig bleiben. Scheißegal, was ich machen wollte. Ich merke gerade, ich bin noch zu aufgeregt. Ich bin noch zu aufgeregt. Und wenn wir jetzt ein Tor fressen, der Gegner spielt nicht schlecht. Ich muss das akzeptieren. Dann müssen wir das nächste Spiel dann einfach wieder gut spielen. Punkt aus, Nikolaus. So. Schöner Kopfball von Hummels. Schade, 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 dass der nicht reingeht. Ich glaube, er hat ihn uns reingeschossen, oder? Ja, nee. Jo, sehr schön. Hat sich gelohnt, der schnelle Freistoß. Wieder haben wir den Ball und wir bleiben nicht im Ballbesitz. Was? Nicht aufregen, nicht aufregen. Es ist ein beschissenes Lagertor, aber nicht aufregen. Unverdient wie Hölle. Sokrates ist es vorher am Ball, macht wieder irgendwelchen Quatsch damit. Nicht aufregen. Ist ein unverdientes Ding. Da sollte der Ball nicht hin. Naja, mal zwei neue Spitzen rein. Mal gucken. Schnell. Komm schon. Wir brauchen nur ein Tor, wir brauchen nur ein einziges Tor. Komm schon. Aber ich habe ja gesagt, es ist ein knappes Spiel, das kann auf beiden Seiten ausgehen. Schade, dass Hummels das Ding nicht reinmacht. Immer der falsche Spieler bekommt den Ball. Sollte wieder nicht dahin. Ich gehe jetzt nochmal ins 4-2-3-1 rein. Das habe ich halt Mali schon getauscht, aber habe ich auch nicht das Gefühl, dass es besser funktioniert. Jetzt habe ich wenigstens, nehme ich halt Stindl als Stürmer vorne rein. Ach so, den Bela habe ich ja auch noch. Ja, dann nehmen wir den Bela als ZOM, Stimme.
Dann nehmen wir Dembele als Stürmer, Stindl als ZOM, Ribéry, Müller. Stindl macht ihn. Sehr geil. Sehr geil. War ein bisschen glücklich, wie das Tor rausgeht, muss ich sagen, aber ist mir eigentlich scheißegal. Geil, das hat er noch gar nicht gesehen. Wie geil ist das denn? War ein bisschen glücklich, wie dieses Tor zustande kommt, aber vom Gegner halt genauso glücklich. Deswegen ist es mir scheißegal. Guter Abschluss von Stindl. Macht ihn hier ins kurze Eck, flach rein. Aber es war mal ein geiler Jubel. Den kann ich bisher noch nicht. Jetzt machen wir noch schön das 2-1. Kann man eigentlich auch pfeifen, würde ich sagen. Hat er Glück. Schade, wenn er da nicht so blöd den Ball annimmt, dann ist es halt das zweite Tor. Fast das Spiel gedreht, alleine mit Stindl. Schwache Ballannahme. Wieder bleibt dann Ballbesitz. Und wieder bleibt. Zum Glück hat er es nicht geschafft. Aber habt ihr das gesehen, was für ein verschissenes Glück der schon wieder hatte? Meine Fresse, ey. Und ich kann nichts machen. Man denkt immer, ja, der Pax ist, der macht nichts, das ist dumm. Aber die machen nichts. Ich drück ja. So, jetzt müssen wir echt wieder gucken, weil jetzt haben wir wieder keine Ausdauer mehr bei vielen Spielern. Aber trotzdem, konzentriert spielen, die Schlussphase sollte Mut machen. Ja, da sollte der Pass hin. Krass gemacht von Piszczek, auch wenn es wieder so ist, dass wir nicht im Ballbesitz bleiben. Schön gemacht von Vidal. Muss ich mal kurz meinen Bildschirm hier ausschalten. So, also mein rechten, der war einfach zu hell wieder mal. Komm schon, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Du kannst das Spiel drehen, du kannst hier gewinnen. Gegen ein richtig krasses Team, komm schon. Körperspannung, komm! Glaub dran, komm schon. Stindl macht noch eins, komm schon. Komm schon. Schade. Pass sollte nicht zu ihm gehen, sondern zu Ribéry. Wieder bleibt er im Ballbesitz. Auch nicht lange. Schade. Aber immerhin die Ecke. Komm schon wieder. Jetzt machen wir mal ein geiles Ding hier. Komm. Er hat echt diesen scheiß 82er Marchetti, ne?
Nein, nein, nein. Zum Glück schließt er jetzt schon ab. Wenn er noch näher gegangen wäre, wäre es echt schlecht geworden. Ich weiß auch nicht, was meine Verteidiger da machen, also. Warum die sich das so hinstellen? Keine Ahnung. Ich sag ja, ultra knappes Spiel. Ich hätte ein zweites Tor machen können. Er hätte jetzt schon ein zweites Tor machen können. Genauso wie ich es gesagt habe. Muss sein, dass es kein Foul war. Konzentrieren, komm, du hast die Chance, du hast die Möglichkeit, hier noch ein Tor zu machen. Komm schon. Eigentlich ein Foul. So ein Lacker, ey. So ein Lacker. Schön gemacht von Müller. Wird es echt das erste Elfmeterschießen in dieser Weekend League? Da wird auch jemand sein, der total verrückte, gute Elfmeterschießt, das weiß ich. Schwacher Pass von Ribéry, aber oh, Scheiße. Oh, das wird jetzt richtig schwer. Aber egal, wir haben uns das 1-1 geholt und haben uns ins Elfmeterschießen gespielt. Das ist doch schon mal gut. Das ist ein knappes Spiel. Mal gucken, wer besser ist. Ich hoffe, dass ich es besser schießen kann. Aber wenn wir wirklich ohne Hilfen schießen, komplett, mal gucken. Also, nicht so straff aufziehen, nicht so sehr in einer Ecke. Und konzentrieren. Können echt. Doch, können wir. Diesen Pfeil gibt's noch. Richtige Ecke, ich habe ihn nicht. Interessant. Thank you.
So ein dummer Lacker, ey. Einmal in der richtigen Ecke gewesen, einmal haben wir den Ball gehabt und trotzdem geht er rein. Richtig geil. Schön verloren das Spiel. Das hat, also das Elfmeterschießen gewinnt er auf jeden Fall nicht verdient, aber es war so ein knappes Spiel, wie ich gesagt habe. Leider ein knappes Spiel, kann in beide Richtungen ausgehen und leider hat der Gegner durch Luck im Elfmeterschießen gewonnen, weil ich war einmal in der richtigen Ecke und hatte den Ball, aber er geht trotzdem rein. Herzlichen Glückwunsch. Bei ihm ist es halt nicht so. Und ich hätte natürlich den Spieler des Tages. Toll, bringt mir aber nichts. Oh, scheiße, Mann. Wird wohl nichts mit Elite werden. Zu viele sinnlose Niederlagen. Erst 4 Siege nach... Also jetzt stehen wir ja mittlerweile schon schlechter da als letzte Woche. Na, 4 Siege nach 8 Spielen. Ja, nach 8 Spielen. Das ist richtig, richtig scheiße. Wir hatten letzte Woche insgesamt nur 6 Niederlagen, das heißt, wir haben jetzt schon 4 Niederlagen, also dürfen wir jetzt nur noch 2 bekommen, das ist natürlich, ja, utopisch. Aber gut, wenn ich so ein knappes Spiel halt verliere und dann der Gegner auch noch Glück hat im Elfmeterschießen, kann man nichts machen. Dann diese Dummheit, dass ich vorher den Sound nicht anhatte, ist halt auch eigenverschuldet im Endeffekt. Scheiß drauf. Naja, dann brauche ich jetzt auch nicht auf Zwang hier dann brauche ich auch nicht auf Zwang hier 100 Spiele noch heute machen. Ich spiele jetzt noch, solange ich Bock habe. Und den restlichen mache ich dann halt einfach Sonntag. Ist dann eh egal. Ich werde jetzt wieder irgendeinen Goldstatus erreichen. Natürlich versuche ich trotzdem jetzt in jedem Spiel so gut wie möglich zu spielen. Das ist übrigens hier, da war es letztes Mal mindestens Gold. Versuche jetzt trotzdem natürlich so gut wie möglich zu spielen. Und die haben wir wieder mal ein schwächeres Team mit einem 77er Spieler. Wahrscheinlich wegen dem Link, den wir da austauschen. Aber auch ein 78er Wendell und ein 78er Rechtsverteidiger, Abate war das, glaube ich. War ja auch ein krasses Team beim Gegner. Trotzdem hat er meiner Meinung nach das Elfmeterschießen nicht verdient gewonnen. Und ja, ich versuche es trotzdem jedes Spiel wieder zu beißen, zu kämpfen. Positiv, wir lagen 1-0 hinten in der 70. und schaffen dann noch den Ausgleich, obwohl er mich schon angekotzt hat. Dieser 1. Obwohl er mich schon angekotzt hat, dieser 1-0-Treffer vom Gegner, bin ich dran geblieben, habe das 1-1 geholt, habe ihn dann ins Elfmeterschießen gekämpft, war meiner Meinung nach auch der bessere Spieler im Elfmeterschießen, gegen einen Tick mehr Glück, und dann verliert man das halt. Also egal. Schöner Scoop-Turn mit De Bruyne, der schießt auf Benteke, der tunnelt glaube ich noch und macht endlich mal mit einem mit dem Fuß, sehr schön. Außenstand, aber er hat halt eigentlich auch einen guten Abschluss. Aber wenn er zum Schuss kommt, zum Freien, dann macht er die Dinger auch meistens rein. So, und jetzt machen wir hier einfach mal ganz schnell 3 Tore, dass der Gegner abbricht. Wir hatten auch noch keinen einzigen Abbrecher in der Weekend League. Er wechselt nicht, er hat wirklich den Spieler so drin gelassen. Also wieder mal ein Team, was nicht ganz so gut ist. Aber natürlich immer noch besser als das Team, was wir als vorletztes hatten und verloren hatten. Leider ohne Sound. Also Can, ich muss ganz ehrlich sagen, Can fühlt sich nicht an wie ein 400.000er Spieler. Also da ist Vidal auf jeden Fall besser. Und ja, ich werde Can wieder verkaufen, sobald ich damit keinen Verlust mehr mache. Das kann ein bisschen dauern. Oder falls irgendein richtig krasser, geiler Sechser kommt, den ich unbedingt haben will, dann verkaufe ich ihn auch. Aber das Ding ist halt, es gibt halt jetzt keinen, der billiger ist oder genauso viel kostet und halt geiler sein wird als Can. Kann mir nicht vorstellen. Deswegen spiele ich den erstmal weiter. Er war ja auch nicht schlecht, aber er ist halt einfach nicht so auffällig, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass er mir schon positiv... Ich glaube, einmal ist mir positiv aufgefallen. Und im... Im Gegensatz dazu ist mir halt Gueye, der gerade eben auch geschossen hat, schon viel häufiger positiv aufgefallen. Ja, da haben wir ein bisschen Glück. Zu sehr damit beschäftigt, den Gegner vom Ball abzuhalten. Schön. Geiler Schuss von Benteke. Distanz kann man halt auch. Hat vor allem mega Schusskraft.
Also festhalten ist da nicht wirklich. Sehr schön. So, mein nächstes. Nehmen wir ein bisschen Pace mit. Oh, das war perfekt vorbeigelegt. Oh! Wie sich Benteke zum Kopfball durchsetzt. Schade, dass er den nicht reinmacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Mit der Flanke. Ich dachte, da ist er jetzt noch nicht so gut positioniert. Aber es zeigt dann einfach nur, wie kopfballstark er ist. Und dass er sich halt körperlich so gut durchsetzt. Scheiße, ich dachte, ich kann wieder warten, bis Benteke in den Lauf geht und dann einen schönen Laufpass auf Benteke spielen. Das hat ihm noch nicht geklappt. Das war gerade eine gute Balleroberung von Emre Can. Und auch ein guter Pass dann. Das war eigentlich ein Foul. Zählt bestimmt als Eigentor. War es Mané? Ich glaube, es war Mané, ne? Ah, zählt bestimmt als Eigentor. Wäre auch so rein, wäre auch so rein, aber wird wahrscheinlich als Eigentor gewertet. Schöner Pass. Aber wer, wie gesagt, meiner Meinung nach, das heißt meiner Meinung nach, der wäre auch so rein. Nein, zählt als Mané. Sehr gut, sehr gut. So, wenn wir jetzt noch ein Tor machen, dann bricht er bestimmt ab. Was dann auch wieder das erste Mal wäre, in der Weekend League hat man auch nicht. Hat er ein bisschen Glück, wie er halt am Ball bleibt. Das reicht nicht mehr aus, einen Tor zu schießen. Also das ist wieder ein Tor, wo ich halt sage, was soll ich da machen? Ich spitzel ihn halt das eine Mal raus, dann bleibt er dran, dann kommen meine Spieler nicht mehr ran. Ich weiß nicht, ob es irgendwie im Aufbau einen Fehler gab von mir, an den kann ich mich gerade nicht erinnern, wenn es einen gab. Aber ansonsten, dann in der Verteidigung kann ich mir einfach keine Vorwürfe machen. Da war einfach wieder ein bisschen Glück im Spiel. Also mir ist klar, dass ich das bei mir auch oft habe in meinen Toren. Das gehört einfach zum Fußball dazu, logisch. Aber ja, dann kann ich halt einfach erstmal nichts gegen machen. Leider. Ist halt die Frage, ob ich irgendwo im Aufbauspiel einen Fehler gemacht habe. Das könnte halt sein. Es darf dann halt nicht sein, der Fehler im Aufbauspiel. Aber das weiß ich nicht mehr. Aber das war jetzt erstens ein geiler Pass von De Bruyne. Zweitens dann halt auch schön mit Benteke durchgelaufen und der flache Schuss ins entgegenliegende Eck. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht geschlänzt habe. Meistens schlänze ich solche Bälle ja eigentlich ins kurze Eck. Ah, nee, das war schon besser, weil es lange Eck offen war. Aber da kann ich nicht mehr schlänzen. Da muss ich ihn dann flach ins lange schießen. War auch gut platziert. Zwei Tore Benteke, beide mit dem Fuß. Sehr schön, gefällt mir. Und auch wieder eine sehr gute Kopfballsituation. Schade, dass er die nicht gemacht hat. So, wenn wir jetzt nach dem Tor schießen, glaube ich, wird er nicht mehr abbrechen. Er hat halt schon einen Treffer gemacht. Also das gibt ihm halt einfach mehr Mut. Also ein 3-0, das sieht, glaube ich, schlimmer aus für den Gegner. Als ein 4-1. Deswegen glaube ich nicht, dass das reichen wird, um ihn zum Abbruch zu bekommen. Warte. Versuche halt auch gerade, wenn ich jetzt so schön vorn bin, versuche ich auch noch so die ein oder andere Flankensituation zu optimieren, zu sehen, zu probieren. Mit Benteke, damit ich einfach noch effektiver flanken kann. Weil ich glaube, die Situation, die zweite war jetzt nicht so gut wie die erste Situation. Und dass ich halt einfach dann in Zukunft weiß, alles klar, wenn die Situation so ähnlich ist wie die zweite, dann kannst du es halt lassen. Kannst du es halt lassen, okay. Aber ohne Scheiße, das ist das erste krasse Tor, an das ich mich von Sanchez erinnern kann im gegnerischen Team.
Weil ja immer alle sagen, er wäre so ein Biest. Also das erste krasse Tor von ihm, ich glaube, es gab schon mal eins, aber ich erinnere mich an keins mehr. Also der macht nicht regelmäßig. In der Defensive fällt er halt immer ziemlich auf. Aber in der Offensive ist es das erste krasse. Und natürlich, Sonntagsschuss, was soll ich dagegen machen? Ja. Von daher akzeptiere ich das einfach so und versuche halt noch eins zu machen, dass es dann 4-2 steht. Ist halt schade, dass jetzt hier zweimal mit zwei Toren Vorsprung dastanden und es jetzt zweimal wieder der Anschlusstreffer kommt. Aber auch da kann ich wieder an keinen direkten Fehler erinnern, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt ist es Ausgleich, 3-3. Zweite krasse Treffer von Sanchez zum 3-3. Finde ich jetzt nicht verdient, aber hier muss ich sagen, hätte ich vielleicht besser verteidigen können. Also hier lasse ich mich ziemlich abkochen und laufe halt in die falsche Richtung. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber dranbleiben, wir sind besser als der Gegner. Punkt, wir gewinnen das Spiel. Einfach dranbleiben, Spannung hochhalten, dann wird es auch was. Zweimal mit zwei Toren Vorsprung. Früher wäre ich vielleicht mental zusammengebrochen. Dieses Mal passiert das aber nicht. Wir bleiben dran. Wie gesagt, Gegner schießt dreimal, zweimal angeblich daneben und nicht aufs Tor. Das liegt, glaube ich, daran, weil einmal mit Alu war. Hat halt einfach nur drei Schüsse und macht alle drei rein. Ist halt einfach nur sehr glücklich, aber egal. Wie gesagt, das macht nichts. Es ist egal. Wir spielen jetzt einfach so weiter, schießen in der zweiten Hälfte nochmal drei Tore und lassen nicht drei zu und gewinnen. Komischerweise bin ich echt gar nicht aufgeregt. Ich weiß gar nicht warum. Also normalerweise würde mich das wahrscheinlich massiv aufregen, aber ist mir gerade einfach scheißegal. Vielleicht ist es mir auch zu egal, dass dann die Spannung zu niedrig ist. Deswegen komm schon, kämpfen. Man macht es aber sehr langsam, das ist mir aber auch egal. Wenn es dann so einen Fehler produziert, gerne. Diesmal spielt das leider einfach nur stumpf nach vorn und nicht in den Lauf, De Bruyne. Also war so ein Fake in den Lauf. Das war schon wieder geil, ja, das meine ich halt. Wenn ich jemanden sehe, wenn mir jemand auffällt, dann ist eigentlich fast immer Geier und nicht Can. Obwohl Can eigentlich die besseren Werte hat. Spielt auf jeden Fall jetzt ruhiger, habe ich das Gefühl, aber ich denke, er wird da schon wieder Gaye. Schade. War aber auch nicht wirklich hoch. Aber klar, wenn er platziert ist, geht er halt trotzdem rein. So, jetzt Benteke, mach bitte einen mit dem Kopf. Ich brauche jetzt einen. Sehr gut. Emre Can! Weiß ich nicht, warum Benteke da im Abseits stehen muss. Können dann, glaube ich, auch mal Arnautovic austauschen. Wobei, geht eigentlich noch. Hatte direkt auf Schießen gedrückt, dann macht's nicht.
Hast wieder den Kopfballduell gewinnt. Den Kopfballduell vor allem. Aber er hat jetzt gar keinen Zug mehr zu unserem Tor. Das ist doch positiv. Guck mal nach, wie die Ausdauer aussieht. Ja, tauschen wir mal. Hatte Müller in den Lauf geschickt. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Oh. Es ist dann halt schwierig, sich einfach was anderes einfallen zu lassen. Habt ihr gesehen, wie mein Spieler wegrennt? Ich habe natürlich nicht so gedrückt, dass der Spieler wegrennen soll. Er rennt einfach stur weg vom Ball. Wieder in den Lauf geschickt. Jetzt macht das mal. Aber erst beim zweiten Mal natürlich. Geil gemacht mit Müller. Hätte ich das auch nicht gebraucht. Aber einfach ruhig bleiben, ich muss ruhig bleiben. Nicht gut mitgenommen, dadurch Tempo verloren. Meiner Meinung nach spielt. Naja, es ist ja eigentlich ein Foul dann. Na, ist egal. Guter Schuss von Ribéry. So, jetzt Benteke, komm bitte. Wir brauchen das Tor. Oh. Jetzt aber vielleicht. Vor allem, er ruft niemanden weiter hier hin, ey. Das ist echt drin, ne? Jetzt. Nein, oh, das war einmal zu viel. Ganz in Ruhe hier meine Situation ausspielen, komm schon. Reg mich gerade auf, ey. Ruhig bleiben. Komm schon. Ist egal. Wir gewinnen trotzdem. Einmal dran glauben. Komm schon. Ziehen. Wir haben nicht umsonst drei Tore geschossen. Zweiten Hälfte waren wir leider nicht mehr so drückend wie in der ersten. Aber wie man sieht, hat kein einziges Mal, er hat kein einziges Mal geschossen in der zweiten Hälfte. Ich schon. Also auch wieder haushoch überlegen. Die drei Tore vom Gegner waren ja auch fast alle lucky. Ich glaube, eins war okay, aber wir hatten alle Luck-Elemente drin.
Oh, das war alles frei und wieder musste so ein Pass kommen, der viel zu weit ist. Das ist nicht deine Schuld, Ribéry, das hat einfach wieder mal der Außenverteidiger scheiße gespielt. Langsam kommt ein bisschen Frust rein, muss ich zugeben, gegen den Gegner. Aber egal, komm, du willst das einfach gewinnen. Komm schon, komm schon, komm schon. Du willst auch wieder 16 Siege haben. Ja, ich sag das jetzt einfach mal, deswegen wird es dann auf jeden Fall wieder nicht werden. Aber du willst deine 16 Siege, du willst das Minimum, damit du Elite 3 wirst im Monat. Von daher, reiß dich zusammen. Komm schon. Du hast nie so eine gute Chance gehabt, im Monat nochmal Elite 3 zu werden wie jetzt. Wieder bleibt er am Ball, indem wir ihn rausspitzeln. Oh, wir waren dran, glaube ich. Nein, der Gegner, nice. Komm schon, ein Angriff brauchen wir nur, einen gut ausgespielten Angriff. Das ist echt ein Schuss. Komm schon, Baby. Jetzt mal auf Offensiv, es ist riskant, aber ich will einfach jetzt von durch kombinieren und ein Tor schießen. Komm nicht den Spieler, den ich auswähle. Ist das geil. Was das sollte. Geil, danke. Oh, muss das schon wieder ein Elfmeterschießen werden? War kein Foul.
Oh, zwei Elfmeterschießen nacheinander. Muss das sein? Vor allem gegen so einen Gegner. Konzentrieren. Du lagst zweimal zwei Tore vorn. Komm, konzentrier dich. Du hast gutes Elfmeterschießen gespielt im letzten Mal. Schieß wieder so. Nicht zu straff aufziehen. Nicht zu platzieren wollen. Zu sehr platzieren wollen. Und beim Gegner erahnen. Gut. Immerhin, Junge, immerhin. Verdient. Nice. War aber auch super anstrengend. Hat es dadurch ewig gedauert. Zweimal Elfmeterschießen. Geil. Zwei Spiele, fast eine Stunde. Fuck. Naja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.